Russland verschenkt S-300-Raketensysteme. Wie bereits gemeldet, hat Russland an Syrien nach entsprechender Vorankündigung Flugabwehrsysteme S-300 geliefert. Diese sollen zukünftig eine größere Sicherheit im syrischen Luftraum schaffen und verhindern, dass sich Zwischenfälle wie der Abschuss eines russischen Flugzeuges mit 15 Personen an Bord wiederholen. Nun wurde bekannt, dass Russland die Raketenkomplexe Syrien kostenlos übergibt. Diese Meldung wurde durch TASS unter Bezugnahme auf militärische Quellen verbreitet. Insgesamt wurden 3 Abteilungen mit 8 Startsystemen und 100 Raketen an die syrische Armee geliefert. Bei den gelieferten Technikeinheiten handelt es sich um Systeme, die bereits in der Bewaffnung einer russischen Einheit standen und die jetzt auf das System S-400 umgerüstet wurde. Vor der Lieferung wurde die Technik einer Hauptinstandsetzung unterzogen. Israel hat angekündigt, diese Raketen vernichten zu wollen. Russische Experten haben nun analysiert, welche Mittel zur Verfügung stehen, um diese S-300-Systeme auszuschalten. Für die Vernichtung der Luftabwehrkomplexe sollen amerikanische Jäger der 5. Generation F-22 Raptor, die unsichtbar sein sollen, zum Einsatz kommen. Diese haben die Aufgabe, durch radioelektronische Kampfmittel, Radar und andere Führungssysteme der S-300-Komplexe auszuschalten. Wenn dies geschehen ist, wird eine zweite Welle von Angriffsflugzeugen kommen und die geplanten Ziele bombardieren. Der russische Experte Professor Sudakov betonte jedoch, dass ein derartiges Vorgehen nur auf dem Papier Eindruck hinterlässt. Denn selbst wenn die Bodenstation die F-22 nicht erfassen kann, eben weil diese F-22 unsichtbar sind, werden diese Flugzeuge spätestens dann sichtbar, wenn sie die Elektronik einschalten, die benötigt wird, um die Elektronik der S-300-Systeme niederzuhalten. Und genau in diesem Moment starten die Raketen und bekämpfen diese nun sichtbaren Flugzeuge.